Nico Sussenburger, Trainer DHC, 3-0 gewonnen. Sah nicht so aus, dass es so deutlich ausging. Ja, ich glaube, wir haben uns relativ lange schwer getan und ich glaube, wenn wir früher ein zweites Tor machen würden, wird das Spiel ein bisschen entspannter. Ich finde aber auch, die Berliner haben es sehr gut gemacht in beiden Spielsystemen. Und, aber ich bin erstmal überhaupt heilfroh, dass wir 3 Punkte haben und schon wieder zu null gespielt haben. Na, eine Frage zu den Standardsituationen. Konnte man damit zufrieden sein? Also die erste Ecke von Luisa Steindl ist ja unfassbar gut geschossen. Bei den weiteren, finde ich, haben wir oft etwas zögerlich agiert und vielleicht auch mal, muss ich mir den Schuh anziehen, die falschen Varianten angesagt. So, und Gott sei Dank hat das heute keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis gehabt. Die Torfrau stand einfach immer im Weg, oder? Wie habe ich das gesehen? Dafür ist sie auch da und ich meine, dass sie nicht umsonst auch eine aktuelle bis ehemalige, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, Nationaltorhüterin. Nichtsdestotrotz, wir müssen da bei den weiteren Standardsituationen mindestens ein Tor mehr machen, dann ist das Spiel früher durch. So, morgen geht es gegen TuS Lichterfelde. Eine kleine Prognose im Voraus. Also TuS Lichterfelde hat heute schon ein sehr schweres Spiel bei Rot-Weiß. Ich hoffe, dass die auch ähnlich intensiv spielen mussten wie wir heute. Und ich meine, für uns ist selbstverständlich klar, das ist ein Aufsteiger in die erste Liga. Und wenn wir eine Endrunde erreichen wollen, müssen wir diese Teams schlagen.